Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Webinar des Center for Financial Studies. Wir haben heute Herrn Joachim Dorschel, er ist Managing Partner von der DPS Engineering GmbH und wird heute ein sehr spannendes Thema, was uns, glaube ich, die nächsten Jahre noch sehr viel beschäftigen wird, nämlich das Thema Machine-to-Machine-Payments näher bringen. Er hat seinen Vortrag genannt Machine-to-Machine-Payments an der Schnittstelle von Finanzwirtschaft und Industrie. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Und Herr Dorschel, ist vielleicht ganz gut, wenn Sie noch 2 Minuten über Ihr Unternehmen sprechen, es kurz vorstellen, bevor Sie dann in medias res gehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Brühl, für die freundliche Einführung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie sich so zahlreich die Zeit nehmen. Ich möchte in der Tat einige Gedanken mit Ihnen teilen und zur Diskussion stellen, welche Möglichkeiten und Potenziale sich für die Finanzwirtschaft aus dem Gesichtspunkt oder aus dem Trend Industrie 4.0 ergeben. Ich hoffe, man kann mich gut sehen und hören. Ich möchte tatsächlich einen kurzen Überblick geben, wer oder was ist die DPS Engineering? Möglicherweise kennen einige Teilnehmende hier in der Runde uns, weil sie mit uns gemeinsam Zahlungsverkehrsprojekte machen, um dann aber sehr schnell überzuleiten, ein bisschen darzustellen, was sind denn die aktuellen, was fassen wir denn aktuell unter dem Gesichtspunkt Industrie 4.0 zusammen? Was bedeutet das Ganze für den Zahlungsverkehr und was ergeben sich daraus im dritten Schritt für Implikationen für die bestehenden Player in der Finanzwirtschaft? Die DPS, würden wir uns heute gründen, würden wir uns vermutlich Fintech nennen. Wir sind aber jetzt seit 32 Jahren am Markt und dann wäre die Bezeichnung Fintech vermutlich ein bisschen vermessen. Wir sind ein klassisches mittelständisches IT-Unternehmen mit klarem Fokus auf die Finanzwirtschaft, haben vor einigen Monaten begonnen, uns dem Thema Public Sector zu öffnen. In unserem heutigen Kundenportfolio finden sich aber fast ausschließlich Banken, Bankdienstleister und Zahlungsverkehrsdienstleister. Wir sind unter anderem Spezialisten für Zahlungsverkehr. Zahlungsverkehr ist auch das dominante Thema unseres Unternehmens in den letzten 24 Monaten gewesen, sowohl in der Beratung als auch in der IT-Projektarbeit. Warum das so ist, wissen Sie alle. ISO 20022 mit den unterschiedlichen Migrationsprojekten hat einfach dazu geführt, dass in Banken und auch bei Zahlungsverkehrsdienstleistern sehr viel zu tun ist und dementsprechend durften wir auch einige große Häuser hier unterstützen. Das ist aber dann auch schon das Ende des Werbeblocks. Wir machen uns als DPS natürlich nicht nur Gedanken darüber, wie man heute in der heutigen Welt aus SEPA-Zahlungen, aus Instant Payment, aus Großbetragszahlungen, aus SWIFT-Zahlungen Geld von Konto zu Konto bringt, sondern wir überlegen uns auch, was bedeutet eigentlich Zahlungsverkehr in einer Welt, in der immer mehr nicht nur Organisationen, sondern auch Maschinen miteinander vernetzt sind und kommen wir nicht irgendwann dahin, dass auch beliebige Objekte im virtuellen und im physischen Raum miteinander nicht nur Informationen austauschen können müssen, sondern auch Zahlungen leisten können. Darum soll es in diesem Vortrag gehen. Zu Beginn vielleicht ein paar begriffliche Schärfungen und Abgrenzungen. Die Überschrift, um die sich IIoT, um die sich Industrie 4.0 rankt, ist IoT, Internet of Things. Internet of Things bezeichnet die Infrastruktur, mit der man physische Gegenstände, Personen, Organisationen miteinander vernetzt. Das schließt das mit ein, worüber wir hier sprechen wollen, nämlich die Industrie 4.0, genauso wie den gesamten Bereich der Konsumerprodukte. Wenn man an IoT denkt oder wenn man IoT googelt, denkt man möglicherweise zuerst gar nicht an Industrie, an Produktionsanlagen, sondern man denkt zuerst an Wearables, man denkt an eine Fitnessuhr, mit der man gleichzeitig auch Kaffee bestellen kann oder mit
den angeblichen digitalen Kühlschrank, vernetzten Kühlschrank mit WLAN-Verbindung, der dann selbstständig die Milch nachbestellt. Hier soll es um einen ganz konkreten Aspekt gehen innerhalb dieses großen Themenspektrums IoT, nämlich Industrial IoT, Industrial Internet of Things. Das bezeichnet die IoT-Anwendungen, die speziell sich beziehen auf industrielle Produktionsprozesse, die also die Vernetzung von physischen, man spricht von cyberphysischen Systemen, innerhalb des Systems selbst und mit ihrer Umwelt, insbesondere mit der Software zur Unternehmenssteuerung, beinhalten, um daraus am Ende Mehrwerte zu generieren, um das Unternehmen besser, performanter zu machen oder auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Darum soll es gehen. Ich habe hier noch eine Grafik von Deloitte mit reinkopiert, die ein bisschen zeigt, wie sich die Umsätze im Gesamtportfolio IoT verteilen oder verteilt haben in 2020. Und da sieht man, wenn man das verarbeitende Gewerbe und die Versorger nun mal addiert, welchen großen Anteil Industrial Internet of Things oder auch Industrie 4.0 hier spielen. Es gibt einige Buzzwords, die ich hier als Elemente bezeichne, die man als kennzeichnend sehen kann für Industrie 4.0. Wenn ein Unternehmen sagt, es möchte Industrie 4.0 bei sich einführen oder es möchte IoT bei sich einführen, dann wird es das typischerweise dadurch tun, dass es eine entsprechende Softwareplattform einführt. Diese Softwareplattform ist wie eine Art Zwischenschicht und liegt zwischen den Produktionsanlagen, also den Maschinen oder auch den Produkten auf der einen Seite und der restlichen Unternehmens-IT, zum Beispiel der ERP-Software, auf der anderen Seite und ist in der Lage, eben Daten entgegenzunehmen, zu verarbeiten, zu verwerten und Applikationen zur Verfügung zu stellen. Nach unten hin in die physische Welt, also in die Welt der Maschinen, in die Produktionsanlagen hinein, muss die IoT-Plattform agieren mit Sensoren und Aktoren, also mit Komponenten, die in der Lage sind, aus physikalischen Informationen Daten zu machen, Wärmemessung, Messung von Stückzahlen, Messung von Abweichungen, Messung von Energieabgabe oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite aus Daten wiederum physikalische Aktivität zu machen, zum Beispiel einen Roboter zu steuern. Häufig werden IoT-Plattformen begleitet von sogenannten digitalen Zwillingen, Digital Twins auf Englisch. Das sind digitale Abbildungen physischer Gegenstände, die möglichst viele, wenn nicht gar alle relevanten Eigenschaften eines physischen Gegenstands, zum Beispiel einer Maschine oder eines Produktes, in digitalen Informationen beinhalten. Diese digitalen Zwillinge haben den großen Vorteil, dass eben Software ohne vorher über Sensoren und Aktoren interagieren zu müssen, sehr leicht mit einem solchen digitalen Zwilling interagieren kann. Kennzeichnend für IoT-Anlagen oder IIoT-Anlagen ist auch das, was man als Edge Computing bezeichnet. Das bedeutet, dass ein Teil der gesamten Softwarelösung typischerweise sich in zentralen Komponenten, häufig in der Cloud befindet, aber eben ein Teil der Rechenarbeit auch dezentral innerhalb der einzelnen Anlagen, man sagt, am Edge erbracht wird. Häufig werden IoT-Anwendungen oder IIoT-Anwendungen kombiniert mit Anwendungen zum Thema Big Data Analytics. Der Grund ist naheliegend. Eine solche Plattform generiert vor allem sehr große Datenmengen und nicht nur große Datenmengen, sondern auch Daten, die nur teilweise strukturiert sind. Man spricht von semi-strukturierten Daten. Die IIoT-Anwendung macht aber nur dann Sinn, wenn das Unternehmen in der Lage ist, aus diesen Daten am Ende auch Informationen und letztlich Erkenntnisse zu generieren. Und dazu dienen Big Data Analytics Tools, die eben über entsprechende Algorithmen in der Lage sind, unterschiedliche, auch sehr große Datenmengen etwa mit Korrelationen oder Korrelationen in solchen Daten zu erkennen, um daraus dann Ableitungen zu treffen. Eine Stufe weiter gehen dann noch Komponenten im Bereich der künstlichen Intelligenz, die nicht nur in der Lage sind, eben solche Daten
zu entgegenzunehmen, zu verarbeiten, sondern auch selbst lernen, selbstständig daraus Entscheidungen abzuleiten und so am Ende den gesamten Prozess einer Produktion ein Stück weit zu automatisieren, weil bestimmte Auswertungen, bestimmte Rückschlüsse, die man aus Korrelationen aus der IoT-Anlage gewinnen kann, eben gar nicht mehr von einem Menschen bewertet werden müssen, sondern wiederum von einem Stück Software, das daraus dann die entsprechenden Optimierungsschritte selbst ableitet. Wenn man sich anschaut, was verfolgen Unternehmen oder was haben Unternehmen für Motive, wenn sie sagen, sie möchten sich dem Thema Industrie 4.0 nähern, dann kann man 4 Cluster von Zielen definieren. Das naheliegendste ist letztlich erstmal das Thema, ich möchte meine Produktionsprozesse optimieren. Ich möchte bessere Entscheidungen treffen. Ich möchte zum Beispiel meinen Ressourcenverbrauch minimieren, indem ich über viele Datenpunkte, die ich in meinen Produktionsstraßen verteile, erkenne, wo möglicherweise ein unnötig hoher Verschleiß ist, wo möglicherweise Engpässe im Produktionsprozess bestehen, wo möglicherweise Dinge suboptimal zusammenlaufen, um dann aus diesen Erkenntnissen die Dinge zu optimieren und so Kosten zu senken, die Qualität zu verbessern und so weiter. Ich kann auch versuchen, über solche Schritte manuelle Tätigkeiten, etwa gerade durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, zu überbrücken, indem die Roboter, die in meiner Produktionsanlage verbaut sind, von einer IoT-Plattform die Informationen bekommen, die sie benötigen, um daraus selbstständig Veränderungen vorzunehmen, die den Gesamtprozess zu optimieren, sodass am Ende weniger Menschen damit befasst sind, die Anlage zu steuern. Diese beiden Aspekte zusammen versetzen Unternehmen, die das klug anwenden, häufig in die Lage, Produkte sehr viel schneller, in sehr viel besserer Qualität zu produzieren und auf diesem Weg auch in der Lage zu sein, sehr viel individueller zugleich, sehr viel eher auf individuelle Kundenwünsche bei gleichen Kosten einzugehen. Bedeutet normalerweise, ein produzierendes Unternehmen braucht eine bestimmte Losgröße, um zu annehmbaren Kosten ein bestimmtes Produkt herzustellen. Je mehr es den Produktionsprozess automatisiert und optimiert hat, desto eher ist es in der Lage, auch kleinere Losgrößen bis hin zur Losgröße 1 zu produzieren. Und das verschafft natürlich einen Wettbewerbsvorteil, weil man sehr viel leichter kundenindividuelle Wünsche berücksichtigen kann. Letztlich ergeben sich aus Industrie 4.0 häufig auch ganz neue Möglichkeiten, Revenue Streams zu generieren, etwa erweiterte Serviceleistungen anzubieten, etwa aus den Erkenntnissen, die man aus Datenanalysen gewinnt, auch Mehrwerte für den Kunden zu generieren oder auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eben nicht mehr darauf gerichtet sind, Produkte zu verkaufen, sondern die Produkte zu servicifizieren. Man spricht in dem Zusammenhang häufig auch Everything as a Service, dass eben überhaupt keine, dass das Geschäftsmodell zunehmend nicht mehr darauf gerichtet ist, Produkte zu verkaufen, sondern Services gegen entsprechende Vergütung bereitzustellen. Was hat dieses alles jetzt mit Zahlungsverkehr zu tun? Um die Frage zu beantworten, muss man einen Blick darauf werfen, was ergeben sich aus solchen Industrie 4.0 Anwendungen typischerweise für neue Wertschöpfungsketten und für neue Geschäftsmodelle. Ein ganz großes Thema, das in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist das Thema Pay-per-Use, was letztlich eine Ableitung ist aus dem, was ich gerade eben als Servicifizierung bezeichnet habe. Unternehmen verkaufen keine Produkte mehr, sondern bieten Services an. Sie verkaufen nicht mehr die Säge, sondern bieten die Sägeleistung an. Das hat für den Kunden, den großen oder den Nutzer, den großen Vorteil, dass er das nicht das Investitionsrisiko hat, die Säge zu beschaffen und sie nachher auch auslasten zu können. Und es hat für den Hersteller den großen Vorteil, dass er, wenn er es klug kalkuliert und eine hohe Auslastung erreichen kann, im Ergebnis eine höhere Vergütung generieren kann, weil eine voll ausgelastete Säge, die Sägeleistung bereitstellt, wird am Ende mehr Umsatz oder mehr Ertrag generieren als die Säge, die verkauft wurde.
Ein weiterer Trend, den man im Zusammenhang mit Industrie 4.0 beobachten kann, ist das, was man Capacity Sharing nennt. Das heißt, produzierende Unternehmen teilen, selbst wenn sie auf der gleichen Stufe in der Wertschöpfungskette stehen und möglicherweise sogar Wettbewerber sind, ihre Produktionskapazitäten schlicht und ergreifend, um Ineffizienzen zwischen diesen Unternehmen zu vermeiden und am Ende für alle die Kosten zu senken. Im Zusammenhang mit dem Thema Pay-per-Use kommt man auch schnell an Modelle, bei denen Objekte zwar immer noch oder Anlagen, Industriegüter verkauft werden, aber in anderer Weise finanziert werden. Etwa indem die Finanzierung nicht mehr auf Basis von starren Zins- und Tilgungsraten oder von Zins- und Tilgungsraten, die sich eben an Finanzmarktkennzahlen orientieren, bestimmt, sondern anhand der tatsächlichen Nutzung. Ist die Maschine gut ausgelastet, kann mehr Zins und mehr getilgt werden. Umgekehrt übernimmt das finanzierende Unternehmen auch einen Teil des Risikos, wenn es Auslastungsengpässe gibt. Die Vernetzung von Gegenständen im öffentlichen Raum ist ebenfalls ein Aspekt, der häufig genannt wird. Das Buzzword, was sich darum rankt, ist dann Smart City, also letztlich die Möglichkeit, dass ich Industriegüter etwa wie Fahrzeuge in die Lage versetze, mit anderen mit anderen Objekten im öffentlichen Raum, etwa Ampelanlagen, Verkehrsleitanlagen oder Schienensystem zu interagieren, um Mobilitätskonzepte zu optimieren, Verkehrsflüsse in Städten besser zu steuern und so weiter. All diese, man könnte noch viele weitere Beispiele hier nennen. Ich habe mal die vier rausgegriffen, weil sie aus meiner Sicht das Thema besonders plastisch machen. Diese vier Geschäftsmodelle oder Wertschöpfungsarten haben eins gemeinsam. Man kann sich viele Anwendungsfälle denken, die nur dann funktionieren, wenn am Ende Zahlungen für Leistungen, also die Vergütung von Leistungen, von der Maschine an die Maschine erfolgen. Wenn also Maschinen, die in einem Gefüge aus unterschiedlichen Servicebeziehungen eingebunden sind, in der Lage sind, entweder Zahlungen auszulösen oder Zahlungen entgegenzunehmen oder beides oder auch auf Zahlungen zu reagieren, ohne dass jedes Mal ein Mensch interveniert. Und damit kommt man in eine Welt oder kommt gedanklich in eine Welt, in der Maschinen in ein System des Zahlungsverkehrs, was heute im Wesentlichen oder was heute besteht zwischen Organisationen, natürlichen juristischen Personen, eingebunden sind. Es gibt Beiträge in der Literatur, die sprechen hier schon in Anlehnung an Internet of Things, an ein Internet of Payments. Das ist sicherlich eine der Zukunftsprojektionen, an die man hier denken kann. Die Frage ist, wie lässt sich so etwas realisieren? Und da muss man nach unserer Überzeugung differenzieren zwischen dem, was ist heute schon möglich, was ist heute schon da und was ist heute noch nicht möglich, was würde aber in Zukunft benötigt. Wenn Sie IoT-Payments googeln, landen Sie als erstes bei den Kartenschemes. Visa hat beispielsweise sehr viel Werbung gemacht mit eigenen Produkten rund um das Thema IoT. Was bedeutet das? Kartenschemes im Zusammenhang mit IoT. Letztlich geht es darum, dass Karten Informationen digitalisiert, tokenisiert auf Devices gespeichert werden. Ich nehme also die Informationen, die ich auf einer physischen Karte habe und bringe sie auf ein Device. Und dieses Device kann dann, wie in gleicher Weise wie ein Mensch seine Kreditkarte vorlegt, Zahlungen auslösen. Das ist der klassische IoT-Anwendungs- oder IoT-Payment-Anwendungsfall und im Consumer-Bereich. Ich habe meine Karten-Credentials auf meiner Fitnessuhr und kann eben mit meiner digitalen Kreditkarte in der Fitnessuhr am Point of Sale bezahlen.
Die In-Car-Payment-Lösungen, die aktuell in Entwicklung sind, basieren auch im Wesentlichen auf diesem Prinzip. Ich tue die Karten-Credentials oder ich digitalisiere die Karten-Credentials, lege sie in der Bordelektronik ab und versetze das Fahrzeug so in die Lage, selbstständig den Elektrolade- oder den Tankvorgang zu bezahlen. Im industriellen Kontext kommen wir hier mit diesem Lösungsansatz allerdings recht schnell an Grenzen. Das liegt erstmal daran, dass eine Kreditkartenzahlung eigentlich immer von einem Nutzer autorisiert werden muss. Auch beim In-Car-Payment ist es ja so, dass am Ende der Nutzer gefragt werden wird, ob er die Zahlung für an der Elektrosäule tatsächlich autorisieren will. Es ist auch nach dem heutigen System der Kartenschemes so, dass eine Karte typischerweise an eine natürliche Person gebunden ist. Es ist eben eine natürliche Person, die am Ende die Verfügungsberechtigung über die Karte hat. Das heißt, eine Kreditkarte, auf der statt einer Person ein Kfz-Kennzeichen steht oder eine Maschinennummer oder irgendein anderes Identifizierungsmerkmal eines physischen Gegenstandes, ist in der heutigen Welt der Kartenschemes eigentlich nicht denkbar. Ein weiteres Thema haben wir, wenn wir an Kleinstbetragszahlungen denken. Denken Sie an Anwendungsfälle, in denen in einer Maschinenanlage Leistungen Zug um Zug gegen die Leistungserbringung abgerechnet werden. Also wenn kleinste Einheiten von zum Beispiel Stromabgabe, Wärmeabgabe, Sägeleistung, Pressleistung, Einspritzleistung jeweils im Cent-Bereich abgerechnet werden, wie so eine Art Streaming von Geld im Zug um Zug gegen die Leistung. Kreditkartentransaktionen, die ja für jede einzelne Transaktion noch eine Gebühr verlangen, davon leben die Schemes, sind dafür denkbar ungeeignet, weil die Gebühren, die dabei entstehen würden, den Wert der einzelnen Zahlung bei weitem übersteigen würden und solche Micropayments auch das gesamte System überlasten würden. Wenn man im industriellen Kontext denkt, findet man häufiger IoT-Plattformen, die letztlich über ihre Verbindung mit den ERP-Systemen auch Leistungen abrechnen. Das bedeutet, ich habe eine IoT-Plattform, die IoT-Plattform misst über entsprechende Sensoren, welche Leistung erbracht wurde, übergibt diese Information ans ERP-System. In dem ERP-System ist ein Preisschema berechnet und am Ende erfolgt eine Fakturierung in genau gleicher Weise, wie ohne Industrie 4.0 immer schon abgerechnet wurde. Die Bezahlung kann dann auch über die ganz normalen Wege, etwa über den Bankrechner erfolgen oder über einen PSD2 Third-Party-Provider, was immer das Unternehmen eben benutzt, um Zahlungen an Lieferanten zu leisten. Das ist der heute vermutlich gängigste Weg, auch um Pay-per-Use-Modelle in der Praxis zu implementieren. Wir haben aber auch hier einige Einschränkungen, die in Bezug auf künftige, komplexere Anwendungsfälle durchaus gravierend sind. In dieser Lösung ist ja das einzelne Device, das eine Leistung erbringt, nicht direkt an den Zahlungsverkehr angeschlossen, sondern es übergibt die Information, dass es eine Leistung erbracht hat, dass es eben gesägt, gewärmt, gepresst, gespritzt hat, über einen Sensor an die IoT-Plattform, die es ans ERP-System ergibt, und die macht dann die Abrechnung. Wenn jetzt beispielsweise die Maschine, die hier bepreist wird, sich aber in den Produktionsanlagen des Kunden befindet, weil sie eingebunden ist in einen größeren Maschinenpark, muss sie ja in irgendeiner Form kommunizieren mit dem ERP-System desjenigen, der am Ende die Leistung, also des Anbieters, der am Ende die Leistung berechnet. Eine solche Verbindung kann ich aber kaum herstellen, weil der Kunde, der die Säge, die da sägt und abrechnet, nutzt, möchte ja nicht, dass der Lieferant der Säge, der Hersteller der Säge, sich irgendwo in seine eigene Produktionsanlage einschaltet. Letztlich sind ja die Spezifika der Nutzung der Säge und die weiteren Umstände die Betriebsgeheimnisse des Kunden, also desjenigen, der die Sägeleistung in Anspruch nimmt.
Möglichkeiten, über eine PSD2-Schnittstelle solche Devices direkt zu verbinden, gibt es schon aus regulatorischer Sicht heute kaum, weil es ist jedenfalls uns bisher kein Weg eingefallen, wie eine Säge eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinbekommen soll, wo doch letztlich das Konto immer auf ein Unternehmen mit seinen verfügungsberechtigten Personen lautet und eine Säge oder ein Roboter kann kein Verfügungsberechtigter im Sinne des im Sinne der PSD2 sein und dementsprechend auch kein Payment Service User, der eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführt. Man sucht nach Auswegen. Und wie derzeit ja nicht selten in der Finanzwirtschaft ist ja die Lösung aller Probleme die Blockchain. Das Thema IoT und IoT Payments ist in der Tat ein Biotop für unterschiedliche Anwendungsszenarien von Distributed Ledger und Blockchain. Insbesondere gibt es auch digitale Währungen oder Cryptocurrencies, die speziell dafür entwickelt wurden, solche Werttransfers zwischen Maschinen hinzubekommen. Das Prinzip ist, die einzelne Maschine hat eine Wallet und über diese Wallet kann sie auf Basis definierter Smart Contracts, über diese Wallet kann sie verfügen. Die Leistungsbeziehungen zwischen Maschinen, zwischen physischen Objekten sind über Smart Contracts kryptografisch gesichert, sodass für alle unverfälschbar sichergestellt ist, dass nur in den vorab definierten Situationen Werte von A nach B fließen. Das funktioniert in der Theorie sehr gut. Es gibt auch entsprechende Produkte, es gibt IOTA, es gibt Bitcoin Lightning. Wir haben selbst als DPS entsprechende Testinstallationen gemacht, etwa Raspberry, also Maschinen, die wir simuliert haben über Raspberry Pis mit Bitcoin Lightning Wallets versehen und diese über Smart Contracts miteinander vernetzt und auf Basis von simulierten Produktionsprozessen Zahlungen hin und her geschickt. Das funktioniert ganz hervorragend. Das große Problem ist, gerade die beiden genannten Beispiele sind hochvolatile Kryptowährungen, die eher Spekulationsobjekte sind als Instrumente des Zahlungsverkehrs und die kaum geeignet sind, schon aufgrund ihrer Volatilität, um in Produktionsumgebungen eines Industrieunternehmens Micropayments sicherzustellen. Das heißt, wir haben zwar die technische Infrastruktur, aber wir haben nicht die geeignete Währung dafür. Die Lösung wären nicht volatile digitale Währungen, sprich Stablecoins. Da können wir über zwei Ausprägungen nachdenken. Das eine sind Stablecoins, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen oder von Geschäftsbanken emittiert werden. Und das andere ist das, was man als Central Bank Digital Currency bezeichnet, also hier in unserem Umfeld der digitale Euro. Solche Tokens, solche Coins wären das Instrument, was viele der Probleme, die wir heute bei der Verbindung des konventionellen SEPA-Zahlungsverkehrs über ERP-Systeme mit IoT-Plattformen haben, lösen würde. Das Problem ist auch hier, die entsprechenden Währungen sind nicht da. Die Überlegungen der EZB zum digitalen Euro sind bekannt. Es wird vor allem einige, ob er denn tatsächlich kommt, ich denke, daran glauben wir alle. Aber nach den jüngsten Verlautbarungen wird das einfach noch dauern. Es ist zu erwarten, dass die Big Techs versuchen werden, in diese Lücke zu springen. Facebook mit Diem prescht ja voraus. Inwieweit es Facebook mit Diem sich durchsetzen wird, ist offen. Diem von Facebook ist sicherlich nicht das Instrument, mit dem man Industrie 4.0 Use Cases umsetzen wird. Wenn aber, und das ist, glaube ich, eine Prognose, die man machen kann, wenn aber Diem erfolgreich sein sollte, dann werden andere Big Techs nachziehen. Und wenn man jetzt daran denkt, dass unter anderem Marktführer im Bereich der cloud-basierten IoT-Plattformen einmal Microsoft mit Azure ist und einmal Amazon Web Services, was würde Erfolg von Diem Facebook vorausgesetzt
Amazon daran hindern, einen eigenen, nach ähnlichen regulatorischen Modellen funktionierenden Stablecoin speziell für Industrie 4.0 Transaktionen zu emittieren. Den Zugang zu den Kunden hätten sie, weil die entsprechende IoT-Plattform bieten sie über ihre Cloud schon an. Die Frage ist dann am Ende, wie viel Markt bleibt denn dann noch für den digitalen Euro als CBDC? Ein Aspekt, den man in dem Lösungsraum, den man aufzeichnet, unbedingt bedenken sollte, ist das Thema digitale Identitäten. Digitale Identitäten sind gerade ohnehin ein großes Thema, auch in der Finanzwirtschaft schon deswegen, weil ja Banken natürlicherweise Vertrauensgeber für digitale Identitäten ihrer Kunden sind. Digitale Identitäten könnten ein ganz großes Problem lösen, nämlich die Identifizierung von Objekten. Eine natürliche Person ist eine natürliche Person und ist eben der Mensch, der über seine Geburtsurkunde und über seine Ausweisdokumente identifiziert wird. Den kann man letztlich, diesen Menschen kann man nicht kopieren und außerhalb von Frankenstein-Geschichten auch nicht auseinanderbauen und neu zusammensetzen. Organisationen sind immer eindeutig identifiziert. Da gibt es dann entsprechende Register für Unternehmen und wir haben in der Finanzwirtschaft über die Lei auch einen international eindeutigen Identifier. Wenn ich nun Maschinen am Zahlungsverkehr teilnehmen lassen will, dann muss ich ja zum einen die Identität der Maschine auch dann geklärt haben, wenn die Maschine auseinandergebaut und mit anderen Teilen vermischt neu zusammengebaut wird. Und ich muss ja irgendwo auch klären, welcher am Ende juristischen Persönlichkeit, also natürlichen oder juristischen Persönlichkeit, die Werte, die auf einer Wallet liegen, die zu einer Maschine gehört, zugeordnet sind. Weil am Ende kann eine Maschine kein Eigentum und keinen Besitz haben, in vermutlich keiner Rechtsordnung dieser Welt. Und diese Zuordnung, die könnte ich sehr elegant über virtuelle, über digitale Identitäten lösen, seien es nun zentral gesteuerte oder self-sovereign Identities. Die digitalen Identitäten übrigens kann man auch sehr elegant dazu benutzen, um bestimmte Informationen, die man benötigt, um dann das Objekt am Zahlungsverkehr teilzunehmen, zum Beispiel die Credentials, die man braucht, um Zugang zum Zahlungsverkehr zu bekommen, sicher zu verwalten. Was leitet sich daraus für die Finanzwirtschaft ab? Und das, was ich jetzt sage, ist natürlich höchst subjektiv aus den Erfahrungen, subjektiv geprägt aus den Erfahrungen, die wir mit entsprechenden Teststellungen, Projekten gemacht haben und auch Gesprächen, die man führt. Heute ist eine Bank im Wesentlichen durch zwei Services an diesen am Thema Machine-to-Machine-Payments in der heutigen Form beteiligt. Banken wickeln Zahlungen ab, gemeinsam mit den Zahlungsverkehrsprovidern und Banken geben Zahlungsinstrumente, zum Beispiel Karten, heraus. Wie dargestellt ist aber für ein echtes Machine-to-Machine-Payment in einem wirklichen, komplexeren Industrie 4.0-Kontext weitaus mehr erforderlich. Und da stellt sich dann die Frage, wer diese Leistungen, die da benötigt werden, am Ende erbringt. Banken könnten ohne weiteres für ihre Industriekunden weitergehende Leistungen an der Kunde-Bank-Schnittstelle erbringen. Banken wären auch die natürlichen Partner, Finanzierungsprodukte anzubieten, die auf Verbrauchs-, auf Nutzungsdaten von IoT-Komponenten oder von entsprechenden Industrie 4.0-Anlagen basieren. Es gibt schon in der Praxis erste Produkte, die ausprobiert wurden. Wirklich in der Fläche hat sich es noch nicht durchgesetzt. Den wichtigsten Punkt, den ich sehe, allerdings ist es auch ein sehr kontroverser, Banken könnten natürlich heute schon Stablecoins emittieren, die ihren Kunden, also ihren Industriekunden zur Verfügung stehen könnten, um Zahlungen abzuwickeln, ohne auf die CBDCs der EZB zu warten. Banken könnten das als E-Geld tun auf Basis ihrer bestehenden Lizenz und könnten dementsprechend auch Geschäftsmodelle entwickeln und für diesen Service eine Vergütung verlangen. Heute ist die Finanzwirtschaft hier äußerst zurückhaltend, zumindest nach unserer Wahrnehmung in Europa.
das Thema Tokenisierung von Devices. Da können Banken in unterschiedlicher Weise Serviceleistungen erbringen, Mehrwertdienste erbringen. In dem Moment, wo Kryptoassets sich doch durchsetzen, sowohl als Instrument, Industrieobjekte zu finanzieren, als auch als Zahlungsmittel, wären Banken diejenigen, die typischerweise die Verwahrung und den Handel, also den Umtausch mit entsprechender Tokens organisieren könnten. Banken könnten Plattformbetreiber sein für Capacity-Sharing-Modelle als neutraler Dritter zwischen unterschiedlichen Parteien, da sie letztlich ja auch den Einblick über ihre Kundschaft haben und quasi, wie sie heute schon die Konten für unterschiedliche Industrieunternehmen führen, auch den Ausgleich schaffen, wenn unterschiedliche Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen, Kapazitäten teilen und untereinander abrechnen. Und last but not least, das hatte ich schon gesagt, Banken wären auch natürlicherweise der Vertrauensdienst an der Schnittstelle zwischen dem Objekt und der natürlichen juristischen Person, die ein Konto führt, weil für Letztere, also die Identifizierung der natürlichen oder juristischen Person, ist die Bank ja heute schon im Rahmen des KYC-Verfahrens zuständig. Ich möchte am Ende einige Thesen hier zur Diskussion stellen und würde mich aber natürlich auch über Kommentierungen, Fragen, Anregungen dazu freuen, weil sie sehr stark unsere subjektive Sicht repräsentieren. Maschinen, die autonome Entscheidungen treffen, benötigen auch die Fähigkeit, selbstständig rechtswirksame Werttransfers durchzuführen. Ein echtes Industrie 4.0 verlangt ein Machine-to-Machine-Payments. Davon sind wir als DPS doch ziemlich überzeugt. Dementsprechend passende Anwendungen, passende Payment Services sind eben auch eine Voraussetzung für die Entwicklung von IIoT-Anwendungen. Wir haben also heute ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, dass bestimmte Anwendungen auch deswegen nicht zur Verfügung stehen, weil es eben an geeigneten Zahlungs- und Abrechnungsmethoden fehlt. Eine gewisse Komplexität kann ich einfach nicht überschreiten, insbesondere wenn mehrere Beteiligte in einem komplexen Maschinengefüge mit eingebetteten Systemen versuchen, ihre Leistungen untereinander in Echtzeit zu verrechnen. Der regulatorische Rahmen des Zahlungsverkehrs sollte mit Blick auf Machine-to-Machine-Payments ergänzt werden. Es ist einfach so, der Zahlungsverkehr, wie er heute ist, ist gemacht für die menschliche Interaktion. Er ist nicht gemacht dafür, dass Roboter einander ohne ihre Eigentümer bezahlen. Ich glaube, wir als DPS glauben, dass für viele künftige Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0 digitale Währungen erforderlich sind. Ich möchte so weit gehen, dass das Thema IoT, Industrie 4.0, Machine-to-Machine-Payments, eine der wichtigsten Use-Cases ist für den digitalen Euro, wo ja doch in vielen anderen Bereichen, etwa die Peer-to-Peer-Zahlungen, die bestehenden Instrumente, unsere Instant-Payment-SEPA-Infrastruktur eigentlich ausreichend ist. Für den Werttransfer zwischen Maschinen ist das eben nicht der Fall. Digitale Identitäten sind ein ganz wesentlicher Baustein, um Zahlungen zwischen Personen, Organisationen und Objekten ohne eigene Rechtspersönlichkeit sicher abwickeln zu können. Hier nochmal ein klein bisschen Eigenlob und Werbung. Wir sind auch Projektpartner in einem der Schaufensterprojekte des Wirtschaftsministeriums zum Thema sichere digitale Identitäten und werden da in den nächsten 3 Jahren auch weiter daran arbeiten, Lösungen zu entwickeln, um genau diese Zuordnung und den Link zwischen digitaler Identität und Zahlungsverkehr sicher und möglichst convenient hinzubekommen. Wir glauben, dass IIoT und Industrie 4.0 der Finanzwirtschaft neue Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Banking und Industrie ermöglichen, aus genau den Gründen, die ich dargestellt habe. Und das letzte ein bisschen der mahnende Satz beim digitalen Euro auf CBDCs oder die Wallets der European Payment Initiative zu warten, birgt aus unserer Sicht eben die Gefahr, dass bis es soweit ist, in 4, 5 Jahren die Big Techs den Markt einfach unter sich aufgeteilt haben. Damit bin ich am Ende des Monologs und würde mich natürlich jetzt sehr über Fragen freuen.
Ja, lieber Herr Dorschel, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich kann jetzt noch keine Fragen erkennen. Ich würde ganz gerne Sie um eine Einschätzung bitten. Wir haben ja alle diejenigen, die sich mit dem Thema Kryptoassets im weitesten Sinne beschäftigen, vor Augen, dass auf der europäischen Ebene eine Initiative läuft, die sich da MiCA nennt, also Market Infrastructure for Cryptoassets, im Rahmen der Digitalstrategie, die die EU-Kommission verabschiedet hat. Das Ganze befindet sich noch im europäischen Gesetzgebungsverfahren. Da ist das Thema Machine-to-Machine-Payments, wenn überhaupt, nur am Rande abgedeckt. Das Ganze geht eher darum, dass man auf der Ebene Security-Tokens, Utility-Tokens eine gewisse Rechtssicherheit herbeiführt, aber weniger doch den Rahmen an der Schnittstelle zu IoT zum Beispiel gestaltet. Wie ist da Ihre Einschätzung? Was braucht man auf der regulatorischen Ebene, um die Potenziale, die Sie ja zu Recht beschrieben haben, auch tatsächlich nutzen zu können? Letztlich müsste MiCA, oder andersrum gesagt, MiCA steht ja einer Nutzung von Kryptoassets als Instrumente des Zahlungsverkehrs erstmal nicht entgegen. Von daher ist MiCA nicht hinderlich. Es ist der Fokus, wie Sie sagen, ist ein anderer. Der Fokus geht ja vor allem darin, Kryptotokens auch als Anlageobjekte, als Spekulationsobjekte einer umfassenden Regulierung zu unterziehen. Ich würde die regulatorische Anpassung eher irgendwo zwischen MiCA und PSD2 sehen, nämlich bei der Frage, wenn ich am Ende unabhängig von Machine-to-Machine-Payments Peer-to-Peer-Zahlungen auch über Stablecoins ermögliche, Wie gelten dann die Regeln der PSD2? Was bedeutet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn eine Zahlung zwischen zwei Wallets durchgeführt wird, um da auch eine Einheitlichkeit herzubekommen, um das Ganze dann auch ein Stück weit zu erweitern und eben die Szenarien zu regeln, in denen auf einer Seite oder auf beiden Seiten der Transaktion eben kein Mensch, also keine natürliche oder juristische Person, sondern eben eine Maschine steht. Das heißt, eigentlich irgendwo zwischen MiCA und PSD2 klafft eine Lücke und die gelte es aus meiner Sicht regulatorisch zu schließen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da ist inzwischen eine Frage aufgetaucht von Herrn Holitschek. Genau. Sie sehen die auch, ja. Ich sehe sie auch und das ist letztlich, also hier steht, die Herausforderung liegt in der These 3, fehlende Regulatorik für die Freigabe von Zahlungen. Ja, genau das. Ich gebe Ihnen völlig recht. Angenommen, es gäbe keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, könnte man sich ja überlegen, wozu brauche ich denn überhaupt heute Krypto-Tokens? Ich kann doch einfach einen speziellen IIoT-TPP entwickeln, der dann über die Access-to-Account-Schnittstellen Zahlungen im Auftrag von Maschinen auslöst. Das ist heute nach der PSD2 schlicht und ergreifend nicht möglich. Die PSD2 ist nicht dafür gemacht. Wenn wir jetzt sagen, gut, künftig werden es ohnehin nicht direkte Schnittstellen von der Maschine zur Bank sein, sondern es ist gerade im Bereich Micropayments ohnehin praktikabler, dass wir über Wallets Werte austauschen, dann stellt sich aber die gleiche Frage. Am Ende werden auch hier rechtswirksame Werttransfers ausgelöst. Und wenn die PSD2 dafür eine Zwei-Faktor-Authentifizierung als den Normalfall regelt, dann stellt sich die Frage, was gilt dann in dem Fall? Also ich gebe Ihnen völlig recht, das ist eine regulatorische Herausforderung, von der man nur hoffen kann, dass sie angegangen wird, weil letztlich, und da bin ich überzeugt davon, dass es noch wenig Anwendungsfälle gibt, liegt nicht daran, dass kein entsprechender Bedarf am Markt besteht, sondern dass die Instrumente der Abrechnung einfach nicht zur Verfügung stehen. Und wenn Sie mit Industrieunternehmen reden, hören Sie allenthalben, das ist ein ungelöstes Problem. So, weitere Fragen? Also ich sehe zumindest keine weiteren Fragen mehr.
Doch, doch, jetzt kommt noch einer rein. So, die Frage, verfügen Sie über Kenntnisse oder auch nur Anzeichen, dass die deutsche Finanzwirtschaft hier zeitnah geeignete Lösungen für Machine-to-Machine-Micropayments anbieten wird? Ich schwanke zwischen einer ehrlichen und einer politisch korrekten Antwort. Die Finanzwirtschaft ist unser Kunde. Wir leben von ihr und deswegen läge es mir fern, schlecht über unsere Kunden zu sprechen. Aber tatsächlich herrscht eine große Zurückhaltung nach unserer Wahrnehmung, weil das Thema Wallets, Krypto oder Wallet-basierte Zahlungen einerseits adressiert wird über die EZB mit dem Thema CBDC, digitaler Euro, und einmal über die European Payment Initiative, die ja in dem Universum von Instant Payment auch Wallets vorsehen will. Und darauf wartet die Finanzwirtschaft ein wenig. Und ich glaube, auch hier wiederum eine ganz persönliche Meinung, dass ein wenig die Marktmacht der Big Techs hier unterschätzt wird. Und ich glaube nochmal, das Thema Facebook-Diem wird ein bisschen belächelt, weil es natürlich von der Art des Nutzerkreises von Facebook mit Instagram und Facebook und den entsprechenden Tools es sehr stark auf den Consumermarkt zeigt und man am Ende vermutlich eine Kannibalisierung von PayPal durch Diem sieht und aus Sicht der Finanzwirtschaft es lächelnd beobachtet, wie die Big Techs sich selbst kannibalisieren. Aber angenommen, Diem setzt sich durch, dann sind nach diesem Grundmodell auch regulatorisch, auch international regulatorisch in den großen Märkten, ist das eine Blaupause für andere Anbieter. Und im Bereich IoT sehen sowohl Microsoft als auch Amazon für sich ein enormes Potenzial, haben schon entsprechende Angebote und haben vor allem Angebote, die sehr stark aus der Cloud funktionieren. Die mit einem Zahlungsmechanismus zu versehen, wäre, wenn der regulatorische Rahmen eines Diem mal steht, nicht so schwierig. Hier ist eine Frage auf Englisch. Which considerations are being taken in relation to security and IoT as this technology is really facing issues in relation to security hacking and which considerations are being taken then for IoT? Please feel free to answer in German. Ich nehme mir die Freiheit, tatsächlich auf Deutsch zu antworten. Was hier angesprochen wird, ist in der Tat ein sehr, sehr gravierendes Thema, weil natürlich IoT-Anlagen oder IIoT-Anlagen, wie sie heute gebaut werden, sind nicht auf maximale Sicherheit ausgerichtet. Wenn ich eine Produktionsanlage mit Tausenden von Datenpunkten über Sensoren und Aktoren versehe, um Schwachstellen in meinem Produktionsprozess aufzuspüren, dann muss ich nicht jeden einzelnen Sensor sicher machen vor Hacking-Angriffen, weil im Zweifelsfall ist das Analyseergebnis halt ein bisschen falsch. Da geht die Welt nicht bei zugrunde. Wenn die Information des Sensors am Ende Grundlage für eine Zahlung ist und dementsprechend Manipulationen des Sensors die Grundlage von einem Computerbetrug juristisch gesprochen sein können, dann sprechen wir hier von ganz anderen Sicherheitsanforderungen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den hätte ich eigentlich auch in meinem Vortrag erwähnen sollen, jetzt wo Sie es ansprechen, dass natürlich eine Industrie 4.0 Infrastruktur, die Machine-to-Machine-Payments ermöglicht, den gleichen Sicherheitsstandards genügen muss wie der heutige Zahlungsverkehr. Dass wir entsprechende Mechanismen bauen können, da sehe ich aber keinen Zweifel. Wir sind ja heute auch in der Lage, den Einzelhandel mit POS-Terminals auszustatten, die auch so abgeschirmt sind, dass man nicht ohne weiteres sich dort hineinhacken und betrügen kann. So, die nächste Frage. Könnte Amazon mit den Fähigkeiten der AWS eine Rolle spielen, wenn es darum geht, den digitalen Zwilling in die Cloud zu holen und darauf aufbauend auch Zahlungsfunktionen zu etablieren? Ich denke ja. Allerdings bin ich natürlich nicht der Experte,
für die IoT-Funktionalitäten von Amazon Web Service. Aber da Amazon sich mit dem digitalen Zwilling beschäftigt, was sollte Amazon daran hindern, genau dieses zu tun? Also ich halte Amazon sogar für den naheliegendsten Kandidaten aufgrund der Marktmacht und aufgrund des Geschäftsmodells, einen speziellen Zahlungsdienst eben gerade für industrielle Anwendungen zu emittieren. Und Amazon, das ist ja bekannt, investiert sehr, sehr viel Geld in entsprechende IoT-Angebote, weil Amazon eben weltweit an das Thema IoT im industriellen Kontext glaubt. Und dass da Amazon zumindest nach den zuletzt mir bekannten Zahlen ja auch der größte Cloud-Anbieter weltweit ist, ist der Kundenzugang ja auch entsprechend vorhanden. So. Weitere Fragen sehr gerne. Gut, das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Von daher, Herr Dorschel, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die interessante Diskussion, natürlich auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich darf mich ganz herzlich bei allen bedanken. Wenn es Fragen gibt im Nachgang zu diesem Vortrag, die Kontaktdaten zu Herrn Dorschel finden Sie auf dem Screen. Insofern denke ich, hat er nichts dagegen, wenn Sie auch bilateral Kontakt aufnehmen, wenn noch Fragen auftauchen sollten. Insofern, ja, verbleibt mir nur, allen Beteiligten zu danken. Lieber Herr Dorschel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und munter, und wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch von mir. Danke, Herr Professor Brühl, und allen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund.